Okay, wir sind wieder da. Das war sehr komisch. Das Ding hängt sich einfach mal auf. Ja. Nein, nicht als Ball. Killt mich auch schon. Ja, weiß ich nicht. Das hat sich einfach aufgehängt. Das fand ich auch sehr interessant jetzt. Mit dem Tod hat sich dieses Spiel aufgehängt. Interessant, ne? Macht aber nichts. Wir können das ja so nutzen. So, komm nochmal. Einer jetzt. Okay, wir wissen, wie wir Majin Buu besiegen müssen. Das heißt, ganz simpel gehalten. Einfach mit Instant Transmission drauf und dann kommt, geht das schon. Bin mal gespannt, wie es funktionieren soll. Später, weil der macht ja wirklich mit zwei Angriffen hat er uns platt gemacht. So. Bla bla, so. Boah. Vegeta, lass das. Mann, das funktioniert doch nicht. Ich bin sauer. Vegeta schlägt ihn schon wieder. Vegeta! Listen to me, Vegeta. Don't you see it? You can't fight him on your own. Super Saiyan 3. Ja, jetzt ist er sauer, weil wir Super Saiyajin 3 nicht gezeigt haben. Oh Gott. Der steht zu nah an Bu. If we don't do something, Vegeta, Bu is going to destroy this whole planet. Why should I care? Wake up, Vegeta! Bu has eaten everyone we care about, even Bulma! Oh, jetzt wird er sauer. Ja, komm, jetzt ist gut. You're chugging along enough. You're waiting for. Give me the earring. One more thing, Vegeta, das lässt sich nicht wieder aufheben. Hä? Verdammt nochmal! Na gut. Alright, what do you call a Vegeta and Goku? Vegito sounds good. I guess I can live with this. Maybe now I'll have some decent competition. Okay. This fight with petty theft can't prove it. Okay, wegen Gido. Level 130. Oh, wir sind sogar schlechter. Ah, die Ausrüstung von Son Goku haben wir. Okay. Wir machen nicht allzu viel Damage. Aber er auch nicht. Ja, komm. Jetzt verwandeln wir uns gleich in einen Super Saiyajin. Alright, Majin Buu. You have cursed the earth with your presence long enough. Blasted! There must be some way for me to defeat you. Wake up. Maybe I don't need to beat you. Was? Wir verwandeln uns doch nicht. You're talking nonsense. This is too good. Und jetzt müsste. Genau. Jetzt sind wir in ihm drin. Voll geil. Darauf habe ich ja gewartet. Da bin ich echt mal gespannt. Wow, it doesn't get any. Es geht so einfach und. So, aufgehoben. Erstmal voll ein losgeschippert. Find Gohan, Golden Trunks und Piccolo. Was als Vegeta? Na gut. Geht das 105? Naja, den müssen wir erstmal hochkriegen. Das stimmt. Lass uns Vegeta mal trainieren. Aha. Das ist also das Innere von Bu. Wo sind die Gegner? Ich brauche Gegner, ich will trainieren. Was ist eh? Da ist was. Was ist das? Was bist du? Ein Blutkörperchen.
Komm mal her. Ich will mal eins kaputt klatschen. Gucken, was passiert. Was war das denn? Das war ja komisch. Moment, wie geht er? Hier stimmt ja was nicht. Ich wollte gerade sagen. Erstmal brauchst du Ausrüstung. Die Dinger und du brauchst Gokus Kopf. Schmuck. Voll geil, Vegeta trägt jetzt Gokus Kopf. Hier funktioniert nicht. Schade. Irgendwie ist das komisch hier. So, 7 Punkte. Power muss hoch. Ja, ich trainiere jetzt mal Vegeta ein bisschen. Und laufen einfach mal ein bisschen hier in Buu rum. Gucken, was so passiert. Okay, hier kommen wir gar nicht durch. Sackgasse. Na gut. Ja, Vegeta brauchen wir später auch noch, denn Vegeta muss ja immerhin auch noch mal gegen den kleinen Buu antreten. Gegen den Ursprungs-Buu. Und da sollte Vegeta vielleicht doch etwas stärker sein, wie ich vorher dachte. Ah, hier sind Blutkörperchen. Das gefällt uns doch. Oh, wie geil das aussieht. Guckt euch das mal an. Nochmal. Das sieht ja echt geil aus. Ah, das ist wieder so ein komisches... Ah! Alter, krass, wie viel ist denn das hier los? Müssen wir alle kaputt schlagen. Wir geben uns alle Erfahrung, ja? Da ist ja noch ein so ein Ball. Cool. Ich kann ja echt gut trainieren und die ziehen auch kaum was ab. Halb hier. Igitt. Nee, das hau ich lieber noch nicht kaputt. Weil ich ja genau weiß, was passiert. Hoffe ich zumindest. Gehen wir davon aus, dass wenn wir das kaputt machen, Buu richtig sauer wird. Aua! Oh, du, boah, das hat aber Schaden gemacht, du. Das nehmen wir mit. Bleib hier. Nein! Feiglinge. Den gehen wir doch gleich nochmal hin. Mann! Sind so schnell weg. Vegeta braucht eine Weile, bis er mal ein bisschen stärker wird. So, ein bisschen was in die Stärke investieren. So, dann spuckt mal eure Rummeldinger aus. Ich warte. Ah, sie greifen mich an. Das sind zu viele. Alter, ist das geniales Training hier. Sorry, das ist ja echt... Warte mal. Moment, können wir jetzt mal eben die 2-Tonnen-Dinger nehmen? Ich muss mich hier ja eigentlich null bewegen. Guck mal, zieh auch mal eben die 2-Tonnen-Stiefel an. Ich bewege mich hier gar nicht. Ich kann hier stehen bleiben und trainieren. Spuckt mehr von ihnen aus. Kommt schon. Gefällt uns doch allen. Weil das geht echt gut. Meint ihr, das kann man auch auf 200 machen, weil mit euch das nicht zu langweilig wird? Weil das ist ja eigentlich nur... Ey, jetzt kommt mal her, ihr Viecher. Das ist ja eigentlich nur Training von Vegeta. Ich stell's mal auf 200, ne? Man kann mir ja hier verzeihen, weil das geht ja nicht. Ich hoffe mal, das ist nicht zu hoch. Nein, das geht, das geht. Und ihr seht, das ist gutes Training. Das müssen wir jetzt leider erstmal ausnutzen. Aber wie gesagt, wir verpassen ja storytechnisch rein gar nichts. Lass mich mal los. Wir müssen jetzt mal hier gucken, wo sie alle sind. So. Ey, das ist total genial. Sorry, aber...
im Inneren von Burien. Diese kleinen Viecher, die geben zwar nicht die Welt an Erfahrung, aber es sind so viele, dass sich das echt auszahlt. Oder das Mann, 120 schon. So, ach, wir müssen ja mal ein bisschen was aufstocken. Ja, ein bisschen Stärke auf jeden Fall. Power und End. So. Auf jeden Fall auch so ausbauen die Stärke, dass wir die Dinger später mit einem Schlag erledigen können. Was mir dann noch alles viel einfacher macht. Nicht das Ding angreifen. Ist das geil. La 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 la. Piu, piu, piu. Das Innere von Bu sieht schon geil aus, ne? Muss man ja wohl mal sagen. Also das Innere von Bu, das hat schon was. Ah, löst das von mir. Die machen einen Schaden. Beziehungsweise dann ewig viele an mir dranhängen. Dann ist natürlich eklig. Ich kümmere mich mal um euch. Ja, okay, es ist zwar der Typ weg, aber damit können wir leben. Ey, die kommen jetzt alle so an. Ja, sie muss einfach schlagen, wie geil. Warte, kann man das irgendwie so nutzen? Dass ich so schlage, dass sie alle... Kann ich auch näher ran? Ich muss mal eben gucken, ob ich das am besten ausnutzen kann. Kommt nachher alle raus mit euch. Ich brauche Energie. Ja, natürlich eine beschissene Hitbox. Oh ja, perfekt. Ich habe die perfekte Stellung gefunden. So bleiben wir. Ich will jetzt einfach mal blind einfach weiterhauen. Eine Weile. Ah, guck nach links. Nein, jetzt mal ein scheiß Level ab. Du machst mir die ganze Stellung kaputt. So. Ich glaube, ein Level machen wir noch und dann können wir mal so ein bisschen gucken. Ja. Vegeta Superstar. Jawohl, 130. 130 ist ein gutes Level. Wir erhöhen die Stärke wieder. Unser. Jetzt machen wir auf 100. Und die End machen wir auch mal höher. So, dann würde ich sagen, 130 ist das gutes Level. Ja, wobei, Moment, wir gucken nochmal eben. Wir können ja jetzt mittlerweile die 100 Dinger einsetzen. So. Oh, guck mal, die Erfahrung. Boah. Okay, wir müssen diesen Moment ausnutzen. Sorry, der Moment muss genutzt werden, um die 100 Tonnen auch noch anzuziehen. Ja, die Erfahrung geht. Es geht. Ich würde jetzt sagen, wir machen noch 3 Level. Ey, löst dich. Nicht das Ding angreifen, dann geht's ja kaputt. Okay, warte. Idee. Ich hole das andere Ding wieder, dann geht es schneller. So, auftauchen, meine Herren. Da-da-da-da-da-da-da. Ist das schön. Diese kleinen grünen Teile, was sind denn das? Endoplasmatische Retikulen. Retikulen, das endoplasmatische Retikulum ist das. Ich hab's genau gesehen. Es gibt ja nicht nur eins, aber egal. Leute, guckt euch das an, wie geil das läuft. Okay, ich hab die Kontrolle verloren. Ich hab die Kontrolle verloren. Es geht einfach so weiter. Wir gehen jetzt einfach zu Imba, als dass ich ihn aufhalten könnte. Selbst auf mich hört er nicht mehr. Wir gehen einfach auf. Wir gehen halt nicht weiter. Nein. Vegeta lässt sich nicht aufhalten. Ich kann nicht stoppen, Leute. Es geht nicht mehr. Okay. Wir sollten gleich stoppen. So, auf 140, dann stoppen wir. So, ein Level noch. Dann hauen wir die Dinger hier kaputt. So, wir können ja schon mal zu dem hingehen. Dem hin. So, 41. Super, jetzt machen die Dinger noch eben kaputt. Dann geht kaputt. So.
Wunderbar. Der Speed wird wieder runtergestellt auf die normale Geschwindigkeit. Und wir erhöhen mal ein bisschen unsere Werte. Wir haben über 40 Punkte. So. Gut, jetzt können wir auch wieder was ausrüsten. Mal schauen, was haben wir denn da? Fullsuit. Die 100 Tonnen werden abgelegt. Das Power-Ding. Diese 100 Tonnen werden abgelegt für diese Alligator-Schuhe. Spirit. Ja, machen wir Spirit. Und Goku's Set bleibt natürlich erhalten. Gut, weiter geht's.